So, ich habe mir als allererstes eine einfache schwarze Mütze besorgt und dazu viel Stoff. Der Stoff sollte vor allem elastisch sein, damit man die Mütze später über den Kopf ziehen kann. Dann habe ich die Mütze als Vorlage genommen und den Körper des Carpados darum gezeichnet. Danach habe ich diese Vorlage zweimal ausgeschnitten. Als nächstes lege ich beide Seiten aufeinander und nähe einmal außen herum. Dann drehe ich den Stoff um, sodass die Nähte innen sind. Für das Maul benutze ich pinken Fließstoff, den ich dann auch zurechtschneide und an den Seiten zusammennähe. Dann nähe ich beide Stoffe zusammen, sodass die Nähte innen liegen. Wenn das geschafft ist, kommt der Stoff über die Mütze und wird unten umgeschlagen, damit der abgeschnittene Teil innen ist. Dann benutze ich einen elastischen Faden, um alles zu fixieren. Für die Flossen unten und oben nehme ich gelben Fließstoff. Auf diesem zeichne ich zunächst die Form auf und schneide sie dann viermal aus. Dann nähe ich jeweils zwei Stücke aufeinander. Ich habe es per Hand gemacht, wenn man allerdings genug Nahtzugabe gelassen hätte, hätte man das auch mit der Maschine machen können. Das hätte mir einiges an Zeit gespart. Dann schlage ich den Stoff wieder um und nähe unten zu. Dann können die Flossen aufgenäht werden. Danach habe ich die Augen gemacht. Dafür habe ich einfach ein Glas genommen und zwei Kreise auf weißem Stoff gezeichnet und diese ausgeschnitten. Die Pupillen kann man entweder aufstecken oder mit Stofffarbe aufmalen. Befestigt habe ich die Augen, indem ich sie einfach aufgeklebt habe. Die seitlichen Flossen habe ich ebenfalls vorgezeichnet, ausgeschnitten und zusammengenäht. Für die Ränder habe ich Teile aus dem orangenen Fließstoff ausgeschnitten und aufgeklebt. Die Schwanzflosse habe ich dann genauso gemacht. Zum Schluss ist es Zeit, alle Teile zusammenzubringen. Alles per Hand aufzunähen hat dann noch eine ganze Weile gedauert, aber schließlich waren alle Flossen dran und die Abnehmer sehr zufrieden.